Hallo, willkommen bei Janni spielt. Ich spiele wieder Star Wars The Old Republic. Immer noch das HK-Kapitel. Auf dem Weg aus der Basis des Schleiers zu entkommen. Also eigentlich genau da, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Was ist das? Videotagebücher habe ich ja eigentlich alle. Okay, neue. Kriegsbericht des Schleiers, Eintrag 7944. Asina hat sich selbst zur Kaiserin der Sith gekrönt. Bei dem bestehenden Machtvakuum ist das kein Wunder. Aber ich bin schockiert, welchen immensen Zuspruch diese schleimige Dianoga erhält. Die Leute scheinen sie wirklich zu mögen. Was ist nur aus dieser Galaxis geworden? Ups. Verrutscht. Ja, was ist nur aus dieser Galaxis geworden? Das frage ich mich auch manchmal. Alarm! Anlage kompromittiert. Eindringlinge ausschalten. Bitte sagen Sie ja. Ein Problem weniger. Alles tot? Es ging schnell. So, diesmal sind es 5 Tagebücher, die ich finden muss. Hallo Jungs, ich komme euch zu töten. Erstmal den Kleinen. Schalte dich ab, Droide! Halte diesen Droiden auf! Mach ihn tot, mach ihn tot! Noch einer? Er hat sich angeschlichen. Erwischt. Kriegsbericht des Schleiers, Eintrag 9233. Tage wie dieser erinnern mich daran, warum ich dieses Spiel so liebe. Meine Erpressungskampagne gegen republikanische Senatoren hat Kanzlerin Sareshs Pläne, ihren Wirkungsbereich unbegrenzt auszudehnen, erfolgreich blockiert. Und erneut siegt die Demokratie. Die Demokratie, aha. Was ist denn hier los? Spinnen ein paar Sonden? Ja, lass sie nicht zu nah ran! Ich mag einen guten Kampf. So, ja nicht. Aua. Kriegsbericht des Schleiers, Eintrag 9889. Ui. Nach 5 Jahren akribischer Planung kann Operation Würgegriff endlich beginnen. Endlich wird die gesamte Galaxis unter meiner Kontrolle stehen. Der Gedanke macht mich ganz kribbelig. Man hört's. Nach einem wahren Demokraten klingt das allerdings nicht. Grüße! Wer bist du denn? Wer sind Sie und was haben Sie getan, um sich einen Aufenthalt hinter Gittern zu verdienen? Viele schreckliche Dinge nehme ich an. Nur gegenüber denjenigen, die es wagen, dem ewigen Imperium zu trotzen. Mit anderen Worten, alle anderen in der Galaxis. Ich weiß, wem du dienst, Droide. Du bist hier, um dir meinen Kopf zu holen. Bilden Sie sich bloß nichts ein. So schön ist Ihr Kopf auch wieder nicht. Was bist du? Was war das denn? Hast du gesehen, was ich gerade gemacht habe? Wir können Zwillinge sein. Klingt so etwa meine Stimme? Ich bin ein cholerischer Zellklumpen. Ihre unangebrachte Feindseligkeit. Okay. Du wagst es, mich zu verspotten? Ich bin eine Replikator-Einheit, HK. Ich kann jeden imitieren, den ich getroffen habe. Ist das nicht lustig? Ja, spaßig. Eine Funktion, die sowohl zur Unterdrückung als auch für Komik einsetzbar ist.
Gut. Gefällt mir. Genug! Diese Basis ist voller Wachen. Ihr braucht meine Hilfe, wenn ihr entkommen wollt. Ich orte schwer gepanzerte Organismen beim Turbolift. Ich habe seit Monaten keinen Feind mehr getötet. Mein Blut brennt danach. Lasst mich frei und ich kämpfe an eurer Seite. Ajo, wenn's sein muss. Kommt doch raus. Solange du mir nichts tust. Ich versuche, den Desintegrator ihrer Zelle einzuschalten. Aber lebendig sind sie nützlicher. Hi, wer auch immer du bist. Oh, zu Hause. Glaube ich. So mein Schiff, oder? Täusche ich mich da? Ich war schon so lange nicht mehr auf meinem Schiff. Du Saboteur. Nicht ich schön. Bin bereit, im Blut unserer gemeinsamen Feinde zu baden. Du hast keine ich Waffe? Ich ziehe es vor, in Öl zu baden. Das ist besser für meine Gelenke. Nach ihnen, Exarchin. Exarchin, okay. Was auch immer das bedeutet. Hey, wir sind jetzt zu dritt. Das kann nicht schlecht sein. Erwischt. Jo, wo springen die denn alle hin? Ich mag einen guten Kampf. Loot, Leute, Loot. Er steht mir in den Füßen. Gib mir mein Loot. Ach, dann halt nicht. So nötig habe ich es auch nicht. Videotagebücher? Zieh irgendwo hin. Machen wir doch erstmal das hier. Nur über meine Leiche! Das lässt sich machen. Verpasst? Nö. Okay. Sie sind toll, aber ich habe sie noch besser gemacht. 4 von 5. Des Schleiers, Eintrag 0001a. Ein sauberer Neubeginn in einem leeren neuen Tagebuch für Operation Fremdlingseliminierung. Informationen über den Feind sind immer noch rar. Aber ich werde das bald ändern. Immerhin streunen ja genug Allianz-Droiden durch die Gegend. Da war ich noch nicht. Gib auf, Haka! Im Traum. Niemals. Ist noch was. Und da war noch ein Tagebuch. Das letzte müsste das dann sein. Ja. Persönliches Tagebuch des Schleiers, Eintrag 80764. 5 Jahre für nichts. Wie kann diese Bedrohung genau in dem Moment von den Toten zurückkehren, in dem sie meine Pläne ruinieren kann? Ich hasse, hasse, hasse diesen Fremdling. Heute gehe ich früh ins Bett. Das ist schön. Schlaf ist wichtig. Auch ganz wichtig zu wissen, dass du schlafen gehst. Hm. Ah, ist wieder zu. Rot heißt zu, das habe ich jetzt verstanden. Geht's wieder ins Wasser? Hm. Das sieht nicht gut aus.
oder? Ah, doch, sieht gut aus. Ein Himmelsaufzug. Thermalscans zeigen an, dass wir in die Stratosphäre aufsteigen. Ich war noch nie so weit oben. Dieser Ort. Ist das etwa mein Schicksal? Schicksal? Was meinen Sie damit? Ein Erbe von Sakul, mit dem ich zusammen gedient habe, hatte eine Vision. Wie ich zusammen mit einem Attentäter aus Metall eine Sternentreppe emporsteige. Zusammen sollten wir uns meiner größten Prüfung stellen. Wie dramatisch! Hat Ihr Freund verraten, was für eine Prüfung es war? Nein, ich tötete ihn direkt, nachdem er das sagte. Auf Befehl von Imperator Arkan. Es ist eigenartig, welchen Stellenwert das Schicksal bei Organismen hat. Sie haben die Freiheit, alles zu tun. Wünschen sich aber ein festgelegtes Programm. Ein Druide kann nicht verstehen, was es bedeutet, einem größeren Ziel zu dienen. Mhm. Ich halte nichts von Visionen. Mein oder ganzes Schicksal. Leben hat zu diesem Moment geführt. Ich bin bereit für die Prüfung. Wenn du das sagst. Das war eine kurze Prüfung. Meinst du, sie hat ihre Prüfung bestanden? Ich glaube nicht. Meine Zensuren zufolge? Nein. Tja, nun. Sollen wir weitermachen? Ja, bitte. So viel zu Schicksal und Visionen und hast du nicht gesehen? Hallo? Okay, immer noch nichts zu reparieren. Wo muss ich denn hin? So groß hier. Da. Okay. Und steht ein Roboter. Mache ich doch erstmal den. Niemand kommt an mir vorbei. Ich mag einen guten Kampf. Meucheln. Pau. Hellklumpen brauchen Spezialanzüge, nur um hier atmen zu können. Kannst du dir das vorstellen? Ein Fleischsack zu sein, ist schrecklich unpraktisch. Ja, mega unpraktisch. Verdammt, abgebrochen. Erwischt. Selbstverständlich. Das ist noch so ein Ding. Und da ist wahrscheinlich noch so ein Ding. Ne? Bestimmt irgendwo. Hi. Bist du nicht aggro? Oh, schon lange Leitung. Lauf einfach mal da so in die Richtung weiter. Wow, diese Aussicht ist wirklich hübsch. Meinst du die Sterne? Sehen Sie mich, kann ich das machen? Das wir angerichtet haben. Oh, beides schaffe ich. Da sind aber ganz schön viele. Es lichtet sich. Ja, schieß. Ein Problem weniger. Ich mag einen guten Kampf. Hier ist Loot. Dann nächster Roboter.
bist denn du? Tot. Er ist tot und hat's noch nicht gemerkt. Sehen Sie, wie toll ich das mache? Meucheln ist schon cool. Schade, dass es so einen langen Cooldown hat. Bin da. Ich mach dich fertig. Und noch einmal meucheln, dann ist er hinüber. Ja, oder auch nicht. Sie sind bald wieder in Ordnung, oder? Bitte sagen Sie ja. Ja. Ich bin doch stabil gebaut. Huch, Jesus, ich nehme mehr. Anweisung, Feind neutralisieren. Ich mag einen guten Kampf. Hey. Schubs mich mal nicht rum. Das kann ich gar nicht leiden. Defensivfeuer verstärken. Doof, dass ich die immer außer Reichweite schubse. Das ist ein bisschen unpraktisch. Da geht's nirgendwo hin. Da wohl auch nicht. Na dann. Immer noch kein Signal zur Allianz senden. Die Fähre ist unsere einzige Fluchtmöglichkeit. Anteilnahme. Eine Schande, dass ihr sie nicht nehmen könnt. Sieh nur, er ist genau wie du. Entrüstung. Nein, bin ich nicht. Ich bin eine makellose Kopie des HK-55-Originals. Darauf programmiert, das Heim und Eigentum meines Herrn zu beschützen. Ich sorge dafür, dass Z.O. hier bleibt. Nur über mein qualmendes Gestell. Der Schleier wird uns nicht gefangen halten. Genuss, du kennst die Wahrheit nicht. Das wird köstlich. Ich habe den Speicherkern von HK hochgeladen. Sie sollten jetzt uneingeschränkten Zugriff auf die Allianzbasis haben. Das sieht ja aus wie ich. Aber ich klinge so professionell. Ich lösche seinen Kurzzeitspeicher und sorge dafür, dass er uns nicht identifizieren kann. Gut. Ich breche nach Odessen auf. Wünsch mir Glück. Ich wusste doch. Gute zu Hause. Nacht. Provokation. Überraschung. Wenn meine Persönlichkeitsmatrix das zulassen würde, wäre ich tief verletzt. Du hast dich mit dem Feind verschworen. Nein, daran würde ich mich doch erinnern. Dieses Gespräch ist in meinen Daten nicht verzeichnet. Theorie. Im Labor ist ein Unfall passiert. Als du die elektrische Ladung anwenden wolltest, um seinen Speicher zu löschen, musst du stattdessen deinen eigenen zerstört haben. Aber das würde ja heißen, ich bin... Böse? Oh nein! Wenigstens bist du kein Protokolldruide. Eröffnung. Ich beginne jetzt mit der Zerstörung. Nein! Du wirst meinem Freund nicht tun! Oh. Ein bisschen aufgerüstet, hä? Huh? Willst du jetzt gegen mich selbst kämpfen?
Okay. Hier gibt es auch einen Sanitätsdruiden. Das kann nichts Gutes heißen. Aber es hilft ja nichts. Befehl, fürchten Sie mich. Dammit. Sterben Sie einen schrecklichen Tod. Ich hab nicht vor zu sterben. Ey. Was bist du denn? Was ist los? Warnung, das werden Sie bereuen. Da kommt eine Geschütze raus, aber jetzt gerade ist das. Was immer Sie wünschen, Herren. Ich benutze einfach mal alles, was ich hier so hab. Eine Mine, weg. Sterben Sie einen schrecklichen Tod. Warnung, das werden Sie bereuen. Lass mich los. Böser, böser HK. Fürchten Sie mich. Fürchten Sie mich. Bin ja nicht mal angeschlagen. Einen schrecklichen Tod. So. Ein Problem weniger. Hab dich, hab dich. Kaboom. Irgendetwas ist gehörig schiefgelaufen. Ich lasse nicht zu, dass der Schleier deine Heimatbasis zerstört. Ich helfe dir, ihn aufzuhalten. Wenn du mich lässt. Na klar. Wenn mir jemand beim Zerstören helfen will, sage ich nicht nein. Dann beenden wir das gemeinsam. Selbstzerstörung eingeleitet. Die Basis wird in 5 Minuten nicht mehr existieren. Erwarte Abbruchcode. Erwarte Abbruchcode. Lass uns doch einfach abhauen. Abbruchcode. Bei den Daten des Erbauers! Gib endlich den Code ein! Hinweis. Der Computer bittet nicht mich darum. Oh. Können wir nicht einfach in das Ding steigen und wegfliegen, so? Da ist er! Feuer frei! Da ist er! Feuer frei! Pau. Da ist er! Feuer frei! Das war jetzt eigentlich der Falsche, aber... Bald wieder in Ordnung, oder? Bitte sagen Sie ja! Sehen Sie, wie toll ich das mache? Tschüss! Da war noch Loot, ey. Das ist gemein. Na, die 5 Minuten waren jetzt aber noch nicht um. Cheater. Oh. Ist alles kaputt gemacht. Yay, wir sind entkommen. Der Verräter, fangt ihn, fasst ihn, tötet ihn, macht irgendwas. Ja, genau so. Du hast die Basis verlassen.
Was machst du hier? Einen bösartigen Zellklumpen terminieren. Aber warum? Was habe ich falsch gemacht, Herrin? Herrin? Du hättest mir einfach sagen können, dass sich der Plan geändert hat. War das ein Test? Jetzt verstehe ich gerade gar nichts mehr. Es heißt, dass Tränen bei Fleischsäcken Wunder vollbringen, wenn man versucht, jemanden zu manipulieren. Ha! Sie können ihm nichts vormachen, Schleier! Ich bin nicht der Schleier! Du bist es! Nein! Daran würde ich mich doch erinnern. Oder, Haka? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir uns anhören, was er zu sagen hat. Beweisen Sie Ihre Behauptung, Cyborg-Fleischsack. Vielleicht sollte er erstmal die Sprengsätze entschärfen. Sie hat mich gezwungen, den Schleier zu spielen. Sogar in ihrer eigenen Basis. Sie hat sich nie einem Risiko ausgesetzt. Das war mein Job. Ich war ja ersetzbar. Ich habe Aufzeichnungen von Ihnen gesehen, wie Sie Ihre großen Pläne deklamieren. Das war Schauspielunterricht! Sie hat mir beigebracht, wie Sie zu sprechen! Sie waren sehr überzeugend! Danke. Der Selbstzerstörungskomputer im Hangar hat nach einem Abbruchcode gefragt. Das ist ungewöhnlich, es sei denn... Ich will die Allianzbasis nicht zerstören! Sofort aufhören! Schleierstimmüberbrückung bestätigt. Entschärfe Sabotagenetzwerk. Deaktiviere Thermaldetonatoren. Okay. Oh, ach du meine Güte! Seltsam. Bitte, ich habe nur Befehle befolgt. Ich bin es nicht, den du tot sehen willst. Sagen Sie das nicht alle? Sie haben mit dem echten Schleier konspiriert, um diese Basis zu zerstören. Das Mindeste, was sie erwartet, ist eine lange Gefängnisstrafe und ein Verhör durch den Fremdling. Bis dahin bleiben Sie, wo Sie sind. Ich schätze, ich wandere auch ins Gefängnis. Hoffentlich ist der Fremdling nicht so streng. Der Schleier starb, als deine Erinnerungen aussetzten. Dr. Ogurob wird dich zerlegen und aus deinen glänzenden Innereien alles entfernen, was problematisch sein könnte. Das würdest du für mich machen? Danke! Was immer du Schreckliches getan hast, ist Vergangenheit. Ab jetzt kämpfst du für die Allianz. Oh, Haka, du bist der beste Freund, den ich je hatte. Das ist bestimmt gut. Ich bin der Einzige. Ist schon gut. Hallo, ich bin ZOOM. Schön, dich zu sehen. Haka? Hi. Da lassen wir dich einen einzigen Tag allein. Hallo, ich. Ich grüße Sie, Herrin. Es ist mir eine Freude, Ihnen Bericht zu erstatten. Aber zuerst muss ich mich aufladen. Gehe auf Standby. Gute Nacht. Okay. HK ist erschöpft. Der Schleier. Mit einer Persönlichkeitsstörung. Besser auf unserer Seite als nicht, würde ich jetzt mal so sagen. Darf ich jetzt wieder ich sein, bitte? Ja, hurra. Ist immer noch mein Gefährte. Okay. Bin wieder zu Hause. Immer noch nichts zu reparieren?
alles erledigt. Soweit. Keine Aufgabe hier. Da gibt es was zu erkunden, hat er gesagt. Da bin ich. Okay. War jetzt nicht sehr interessant. Galaktisches, ich guck mal gerade hier. Was ist? Ich bin überfordert. Was ist das? Kapitel habe ich doch fertig, ne? Heißt? Was ist denn der Veteranenmodus und was ist der Meistermodus? Das ist doch bestimmt viel, viel schwerer. Ah. Okay. Hier damit. Mehr? Das war's. Da sind noch Missionen drin. Es gibt doch auch ein neues Kapitel. Das muss ich doch gerade nochmal gucken.